So, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal und heute sind wir mal in unserem alten Homeoffice. Alt deswegen, hier stand mal früher und zwar genau da hinten stand mal ein riesen Schreibtisch und da stand mal ein riesen Schreibtisch und das haben halt dann so abwechselnd ich oder meine Frau genutzt, wenn wir halt im Homeoffice gearbeitet haben oder wenn ich zum Beispiel die YouTube-Livestreams gemacht habe. Das war alles von hier oben aus diesem Raum. Alles, was natürlich hier an Schreibtisch und an Office-Utensilien und was mal so, was da hier drin war in dem Raum, das ist alles runter in unsere Wohnzimmer und unsere Wohnstube gewechselt. Gibt es ein Video dazu? Verlinke ich euch da oben auf meinem Hauptkanal, wie ich praktisch hier alles umgebaut habe und rumgerollt habe. Jetzt möchte ich den Raum aber wieder nutzen und ihr habt ja schon gesehen, hier hinten, hier steht ja wie so ein kleines DJ-Pult. Das liegt einfach daran, ich bin früher mal, ist schon ganz eine Weile her, so 13, 14 Jahre her, das letzte Mal war ich früher als DJ unterwegs und ich habe letztens den DJ Job getroffen, übelst alter Kollege von mir, also nicht getroffen, sondern wieder gesehen. Der streamt nämlich live auf Twitch. Verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung seinen Kanal. Und naja, da habe ich auch ein bisschen Lust bekommen, wieder ein bisschen Musik zu machen, ein bisschen DJ zu machen. Und hast du nicht gesehen? Und deswegen steht da schon so ein DJ-Pult, so ein kleines Mix-Pult. Aber das ist noch nicht alles. Muss natürlich ein bisschen fetzen, das Ganze. Und deswegen haben wir uns heute hier versammelt zu diesem Video. Denn diesen Tisch, den ich hier habe, das ist der alte Schreibtisch von meiner Tochter. Den habe ich schon mal umgestaltet. Schon mal wieder verschönert. Da war eine übelst hässliche Platte. Gibt es, glaube ich, ein Short-Video. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Also guckt doch ruhig gerne mal rein unten in die Videobeschreibung. Da ist eine ganze Menge Zeug zu finden. Aber der hat im Prinzip drei Probleme. Erster positive Punkt, man kann ihn in der Höhe verstellen. Aber dazu muss man immer hier diesen Benupsel, diesen Stift rausnehmen und dann das halt hoch und runter heben, wieder ins Loch reinstecken. So wird er quasi in der Höhe verstellt. Und dann kommen wir zum ersten, also das ist im Prinzip das erste Problem. Diese Höhenverstellung, die ist natürlich, wenn man es einmal im Jahr macht, ist es okay. Aber ich möchte diesen Schreibtisch für mehr noch nutzen wieder. Also nicht nur so, als, oder diesen Tisch, der hier hinkommen soll, nicht nur als DJ-Pult nutzen, sondern auch, wo man sich mal nochmal ransetzen kann, dass wir nochmal einen zweiten Schreibtisch haben, weil wir halt unten dann doch öfters mal im Homeoffice uns in die Quere kommen, ich und meine Frau, ne? Also arbeitstechnisch. Und dann sollte der Tisch halt mehr höhenverstellbar sein. Und das nächste Problem ist, der hier ist auch noch. Seht ihr das? Er ist natürlich jetzt nicht so stabil ist, weil er halt nicht dafür gebaut ist. Und er geht auch nicht hoch genug. Also ich bräuchte das DJ-Pult noch ein kleines Stückchen höher. Das ist mir noch so hier zu niedrig hier unten. Da kriegt man so Nackenschmerzen und sowas. Deswegen soll das halt, müsste da halt noch ein Stückchen höher kommen. Und jetzt sagst du dir ganz bestimmt, Martin, jetzt kommt doch bestimmt ein Placement von Flexispot. Nee, kommt es nicht. Obwohl die auch gute Tische bauen, kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber ich habe einen gefunden, der entspricht so ein kleines bisschen mehr meinen Vorstellungen. Der ist nicht von Flexispot, von einer anderen Firma. Und das bei dem anders ist, warum ich mich für den entschieden habe, erkläre ich euch nach dem Aufbau und dann gucken wir uns mal an, was an dem halt anders ist. Wo ich denke, dass das besser ist als die anderen. Wir schauen einfach mal. In der Verpackung nochmal verpackt. Na toll. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Also das sieht man hier alles ordentlich verpackt aus hier, Styroporfolie etc. Da ist die Bedieneinheit, sehr schön. Und ich sag's mal so, es geht natürlich auch ohne. Aber mit Bedienungsanleitung geht es halt immer schneller irgendwie. Gucken wir gleich mal rein. Was sehen wir hier so? Schöne Anleitung in Notte Installation. Sind also mehrere Sprachen. Ich habe aber gerade schon Deutsch gelesen hier. Bitte beachten Sie darauf, dass die Tischbeine senkrecht zur Verbindungsstange stehen. Also, Deutsch ist auch mit dabei. 4, 5, 6, 7 Schritte sollen es sein, inklusive Einschalten. Schauen wir mal. Let's go dancing in the city light, city light. Let's go.
So wie ihr seht, DJ-Pult-Schreibtisch, wie auch immer, Arbeitsplatz ist aufgebaut. Und ich muss sagen, das ging auch verdammt schnell. Also ihr habt es ja gesehen, so viel war es gar nicht. Einmal das Grundgestell im Prinzip aufbauen, Seitenteile, diese Quertraversen und dann einmal die Platten zusammenschrauben. Es sind zwei Platten, ja, also keine durchgängige Tischplatte. Es sind zwei Platten. Meine Frau fand es ein bisschen schade, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich tut das überhaupt nicht. Also dass das jetzt hier zwei sind, das ist, wenn man da auch ein bisschen aufpasst und man die halbwegs zusammen gut schraubt, dann passt das einfach. Die ist, jetzt muss ich lügen, jetzt habe ich mir genau den Wert nicht aufgeschrieben, ich glaube 15 mm. Genau, 15 mm haben wir hier. Also 15 mm stark die Arbeitsplatte und hat eine Größe von 1,40 x 70. Das reicht für mich völlig aus. Ich habe jetzt hier noch Platz, ich muss natürlich wieder ein bisschen aufräumen jetzt noch, ne? Habe hier noch Platz für einen Laptop, der ja dann das Streaming übernimmt, habe Platz für das iPad, was ich dann später mal nicht mehr brauchen werde, aber es trotzdem mit hinkommt. Chat überwachen, lauter so eine Geschichten, ihr wisst Bescheid. Vielleicht mal was im Internet suchen oder sonst wie auch immer. Und ansonsten halt das Stream Deck hierher oder das Mix Deck besser gesagt hierher und dann habe ich eigentlich genug Platz. Mix Deck kann ich dann jederzeit wegnehmen und habe dann trotzdem immer noch Platz für Laptop und sowas. Genau so habe ich mir das vorgestellt. So, Höhenverstellung funktioniert echt super. Also das ist, meine Frau meinte erst, es ist ein bisschen laut. Ja. Aber ich finde, es ist okay. Also doch, ich finde, es ist okay. Höhenverstellung geht von 116 cm oberster Punkt, 73 cm unterster Punkt. Und ihr könnt euch genau zwei Positionen einstellen. Also ihr könnt euch speichern. Das sind im Prinzip zwei Symbole. Einmal ist das ein Stehsymbol, einmal ein Sitzsymbol. Und das könnt ihr euch ganz einfach abspeichern. Ihr fahrt einfach auf die Position, die ihr haben wollt, haltet die Taste, was ihr eben belegen wollt, gedrückt. Dabei ist es egal, ob ihr jetzt die Sitzposition wirklich als Sitzposition nehmt oder sowas. Das ist ja nur so als Symbol. Und so habt ihr im Prinzip zwei Positionen, die ihr euch hier abspeichern könnt. So, ich muss sagen, im Großen und Ganzen, Werkzeug, es war alles dabei, was man gebraucht hat. Nein, nicht ganz. Es ist erstmal eine Menge übrig geblieben. Hier zum Beispiel hier noch so ein Kleider und so ein Bodenkleider und jede Menge Schrauben sind übrig geblieben. Aber okay, lieber zu viel als zu wenig. Werkzeug ist dabei, einmal so ein großer und dann noch einmal ein etwas kleinerer Innensechskantschlüssel. Und was er definitiv braucht, entweder einen Schraubendreher mit einem Kreuzschlitz vorne dran oder halt klassisch hier schön Akkuschrauber mit einem Kreuzbit vorne dran, um die Tischplatte zu verschrauben. Da sind zwar Löcher vorgebohrt, aber ihr müsst halt noch mit Kraft da reinschrauben. Deswegen habe ich mir das mit dem Akkuschrauber gemacht. Das macht sich echt gut. Ich hatte eigentlich auch noch mein, hier, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Werkzeug brauche, habe ich mein Vera Toolcheck Plus hier mit dabei gehabt. Das habe ich mal gesponsert gekriegt von einem Zuschauer auf meinem Hauptkanal, auf Martin Macht's. Ey, so geil. Auch hier an der Stelle nochmal ganz, ganz lieben Dank. Das Ding begleitet mich echt überall hin. Also wenn ihr mal ein gutes Geschenk braucht, an die Frauen, für eure Männer, fürs Haus, ist alles dran. Weil ihr habt hier sämtlichste Bits, die ihr braucht, habt ihr hier dran. Ihr habt nochmal Stecknüsse, habt ihr dran. Ihr habt dann einmal einen ganz normalen Handgriff oder eben halt hier mit einer Ratsche und auch einem Bithalter. Mehr brauchst du nicht. Kostet so um die 50 Euro. Lohnt sich, ist wirklich jeden Cent wert. Kann ich euch nur empfehlen. Verlinke ich euch natürlich gerne unten in der Videobeschreibung. Genauso wie den Tisch. Und jetzt müsst ihr natürlich wissen, Martin, hier, bin unsinn. Was kostet das Ding? So, also, aktuell in der Form kostet er aktuell 220 Euro. Das ist ein absoluter No-Brainer. Also, da noch drüber nachzudenken. Also, wenn es wirklich darum geht, einen etwas stabileren zu haben, halt nicht mit dieser einen Säule, weil die meisten, deswegen habe ich mich nämlich für den entschieden, die haben eine Säule. Und wenn es dann hinten ein bisschen schwerer wird, dann neigen die so dazu, dann entweder so zu wippen oder dass es eben dann doch ein bisschen nach hinten geht. Die teureren nicht, ohne Frage, dann scheint es zu funktionieren. Aber ich wollte halt auch keine 800, 900 Euro für so einen Schreibtisch ausgeben, den ich vielleicht einmal die Woche nutze. Deswegen 220 Euro fand ich völlig gerechtfertigt. Den gibt es auch noch in anderen Größen. Gibt es auch noch mal mit einem Winkel dran und noch größer und tiefer. Der ist jetzt, wie gesagt, 1,40 x 70. Reicht für mich völlig aus. Gibt es aber auch noch in anderen Varianten. Also wenn du wirklich sagst, nee, ich brauche eine andere Größe, guck da mal rein. Verlinke ich euch natürlich gerne unten in der Videobeschreibung. Klickt da mal drauf. 220 Euro für den Schreibtisch mit der Höhenverstellung. Toppi, tippi, tappi, toppi. Also es gibt natürlich ein paar Sachen, die sind jetzt hier nicht dabei. Kabelkanäle zum Beispiel, Kabeldurchführungen und. Und deswegen wird es nochmal ein Folgevideo geben, weil ich werde diesen Schreibtisch nochmal, Schreibtisch/DJ-Pult, den werde ich nochmal pimpen. Hier wird nochmal eine ganze Menge passieren. Der wird so nicht bleiben, sondern hier wird eine ganze Menge passieren. Denn für so ein DJ-Pult, da brauchen wir ein bisschen Action, da brauchen wir ein bisschen Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, Kommentar hinterlassen und dann verpasst du auch nicht das nächste Video, in dem es dann definitiv darum geht, pimp mein Pultschreibtisch, so werden wir das nennen. So, aber ich bin so zufrieden, also das ist echt eine richtig coole Geschichte für den Preis,
Ist absolut. Ich kann euch empfehlen, was ihr natürlich noch nicht weiß, Haltbarkeit, das ist immer so ein Thema. Und was ich auch noch dazu sagen muss, ehrlicherweise, als ich die ersten paar Mal hoch und runter gefahren habe, hat er gequietscht. Ja? Nicht zu wenig. Selbst der Hund ist erschrocken. Ich habe dann aber mit ein bisschen Silikonspray, und zwar habe ich dieses hier verwendet. Man kann da an der Seite, kommt man da Gott sei Dank da an die Füße ran, wo die Spindeln hier drin sind. Ein bisschen reingesprüht, ab und zu mal hoch und runter fahren lassen. Und ihr habt es jetzt gehört, ne? Hier ist er jetzt. Da ist kein Quietschen, nur das Motorgeräusch. Sauberst, so muss es sein. Und in dem Sinne sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Gewinn, Gewinn, macht's gut. Bye-bye hier auf meinem Martin Marino DIY-Projekte-Kanal. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und wie gesagt, dazu einfach den Kanal abonnieren. Da gibt es wieder ein Video zum Pimp My Pult Schreibtisch Teil. Ich bin raus. Ciao.